Hey Lieben, willkommen zurück zu Rival Stars Horse Racing und ja, es geht nochmal in die gleiche Runde, es tut mir sehr leid. Ich bin auch ein bisschen genervt, aber dann müssen wir jetzt, wir stehen das jetzt zusammen durch, haben wir das verstanden? Hier gibt's jetzt, wir haben jetzt die Arschbacken zusammengekniffen, wir schaffen das jetzt. Sonst, werde ich muffig. Und zusammen schaffen wir das schon. Alle hopp. Und alle hopp. Dann haben wir Vertigo Summer nämlich bald dahin, wo wir ihn hinhaben wollen und können uns eine goldene Nase mit ihm verdienen. Oder auch nicht, weil so viel kriegen wir komischerweise meistens für diese Tiere gar nicht. Was ich eine Frechheit finde. Obwohl ich nicht wissen möchte, wenn ich Snowstorm jetzt verkaufen würde, was ich für den kriegen würde. Weil der hat ja nun mittlerweile schon so viele Rennen gewonnen, tatsächlich. Ich glaube, mit dem könnte ich ein bisschen was verdienen. Aber ich möchte Snowstorm nicht verkaufen. Egal, wie viel Geld er mir eingebracht hat, dieses Pferd wird definitiv nicht verkauft. Das ist ein bisschen wie mit Moldy Dream. Die werden einfach nicht verkauft. Und ja, eine Runde noch. Damit wir auch genau wissen, wie das hier aussieht. Okay, geht los. Hops. Einmal Klaps auf den Popo, wir reiten los. Und nochmal um die Kurve. Über die Baumstammpyramide. Und dann gleich nochmal eine relativ enge Kurve, nachdem wir über den Steg sind. Diese Doppelkurven hier, ne? Die nerven mich wie sonst was. So, und jetzt hier nochmal um die Kurve. Da müssen wir mal ein bisschen langsamer werden, weil sonst würden wir hier nicht rüberkommen. Vor allem schüttel dich nicht so, als wenn du da nicht rüberspringen willst. Das, dann habe ich immer das Gefühl, du wirfst mich gleich ab. Das geht nicht. Ja, Tätschel, Tätschel, hast du brav gemacht. So, haben wir jetzt ein wenig Geld verdient. Haben wir dich vor allen Dingen... Wir haben dich so weit austrainiert. Sehr schön. Auch das Geld, was da oben steht, ist sehr schön. Aber da wird ein paar Minuten nichts mehr von da sein, fürchte ich. Weil wir unseren... Vertigo Summer. Oha. Einmal. Einmal komplett austrainieren werden. So, wo haben wir ihn denn jetzt? 122 Sprint. Was wolltest du nochmal haben? 121? Geschwindigkeit 112. Geschwindigkeit 112. Vertigo Summer. Geschwindigkeit 118. Und zwar schon knapp, ne? Ich krieg 351.000. Das ist ein Witz. Okay, komm, wir verkaufen ihn. Auf Wiedersehen, du schönes Tier. Wir haben einen sehr beharrlichen Kunden, der nur ein gut trainiertes Rennpferd möchte. Nicht schon wieder, ne? Erreiche zum Freischalten Prestige 11. Ja, kleinen Moment bitte. Please hold the line. Keine Ahnung, wie oft ich dieses Spiel jetzt heute schon wieder angefangen habe. So. Halleluja. Dankeschön, es hat funktioniert. Fohlenbox verbessern. Breaker Bay Rennen 2 und Rennen 4. Okay. Trainieren. 3 ausgewachsene Pferde verkaufen. Leck mich. Wieso denn gleich 3? Wir haben es ja, oder was?
Wir können ja, vergiss es ja. Der Schuppen sieht toll aus. Was ein neuer Anstrich doch ausmacht. Fertig. Mehr Platz für unsere glücklichen Camper. Wir müssen unseren Campingplatz ausbauen. Wo wir schon dabei sind, kann ich auch gleich den Schuppen neu streichen. Schön, dass diese Familien mal für ein Wochenende von ihren Handys wegkommen. Das ist tatsächlich so eine Krankheit, ne? Ich habe in Stables Monthly Anzeigen für neue Pferdeanhänger gesehen. Wir müssen unsere aufrüsten. Okay. Dann gehen wir doch mal aufrüsten. Ich bin froh, den Haufen Schrott los zu sein. Wir brauchen schon eine ganze Weile einen neuen Anhänger. Gut, dann haben wir den ja jetzt. Ein paar Änderungen an der Sprintstrecke. Die Poolreiniger waren da. Sie haben den Schmutz erfolgreich entfernt. Sieht brandneu aus. Nur mit gut trainierten Pferden gewinnt man Rennen. Trainieren wir Sprintenergie. So. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. Der alte Anhänger wäre sicher im ungünstigsten Moment ausgefallen. Ich muss so viel für das Abo danken. Bitte, bitte. 3 ausgewachsene Pferde verkaufen. Oh, Leute, ihr macht es mir echt nicht leicht, ne? Findest du denn? Nein. Will ich bis Snowstorm? Nein. Ghost Chuck? Nein. Moldy Rebellion? Eventuell? Nein. Nein. Chunky Cypher. Ja, möglich. Oh Gott, das ist echt nicht einfach, ne? Lock Compliment. Nope. Flamboyant Circus. Nope. Snowstorm. Nope. Ghost Shock. Nope. Moldy Rebellion werde ich sehr wahrscheinlich als nächstes verkaufen. Weil ich sie hier dann als, wie nennt sich das noch? Nicht Gedächtnispferd, sondern... Ach, ihr wisst, was ich meine. Tatsächlich habe ich immer noch andere Pferde, die besser sind als sie von den Werten her, aber sie ist Level 6 und man kann mit ihr ganz gut züchten. Von daher denke ich mal schon, dass das laufen sollte. Domino Dancer will ich eigentlich auch behalten, weil, glaube ich, relativ gute Werte... Und einfach mal was ganz anderes als das, was ich bisher so im Stall stehen habe. Ja, so viel zum Thema, wir verkaufen 3 erwachsene Pferde, ne? Ja, Schnucki, ich weiß. Wird eine Herausforderung. Ich bin da halt nicht so gut drin. So. Ja, höchstmöglichen Bonus. Machen mit dem Füttern des Fohlen weiter. Nein, ich springe jetzt zur Stute. Doch, sie ist hübsch. Und ich mag sie alleine, weil sie hübsch ist. Ich glaube, Chunky Cypher werde ich jetzt gar nicht großartig trainieren, sondern tatsächlich gleich verkaufen. Auch wenn sie hübsche Schuhe hatte, aber nope. Ja. Geh mir nicht auf den Sack. Geh mir doch mit deinem Pferd zu verkaufen, nicht auf den Sack. So. Nö. Domino Winter Soldier hat immer noch mit die besten Werte, ne? Obwohl Domino Dancer jetzt nicht komplett schlecht ist. Diamond Dream ist gerade Winter Soldier. Ich versuch's mal mit ihr. Was haben wir dann hier? Geek Liberty. Der hat natürlich mega Werte. Oha.
Wie lange sind die noch da? 20 Minuten. Eventuell möchte ich mit diesem Pferd noch, Ich finde es ja fast ein bisschen schade, ne? Dass wir... Oh, Daisy, du musst jetzt eine Hand umdrehen, musst du jetzt groß werden. Du willst oder nicht? Weil ich möchte, dass Winter Soldier mit dem auch nochmal... Wir müssen dich jetzt innerhalb von 20 Minuten hier großpowern. Es tut mir sehr leid, mein liebes Pferd. Aber es geht nicht anders. 2 Minuten. 2 Minuten 10, das könnten wir schaffen. Mein Verlobter meint, dass ich zu viel arbeite. Ich sollte Helfer einstellen. Also erzähl mir mehr von der Hochzeit. Paul und ich haben endlich ein Datum festgelegt. Entschuldige, ich war so beschäftigt, dass ich vergessen habe, es dir zu sagen. Kein Problem, ich hab nicht geglaubt, dass du versuchst, mir aus dem Weg zu gehen. Keineswegs, ihr seid alle eingeladen. Ist auch... Ist das eine schwierige Beziehung, die miteinander haben, ne? Also Beziehung im Sinne von, ne? Ihr wisst, was ich meine. Tragedy Prophet. Sieht aus wie... verbrannt. Okay. Ich möchte... Geld abholen. Geld, das wir leider wohl immer brauchen werden. So. Okay, Snowstorm. Snowstorm möchte ich jetzt tatsächlich erstmal... Okay, auf jeden Fall kriegen wir Snowstorm gerade austrainiert. Finde ich schon mal nicht schlecht. So, Breaker Bay, ne? Yep. Können wir uns gerade noch leisten. Sehr gut. Breaker Bay war das, ne? Wo Rennen 2 und Rennen 4, glaube ich. It's race on here at Breaker Bay. A great start for the favorite. Snow Storm. Also running well is Hypnotic Sea. Seht ihr, jetzt sehe ich Pferdeschnuten. Ansonsten sehe ich nur hinter... Oh, der Graue da hinten ist hübsch. Also ich tatsächlich gerade ein bisschen konzentrieren hier. Was heißt konzentrieren? Bei dem Spiel ist konzentrieren, glaube ich, auch das falsche Wort, ne, aber... Hypnotic Sea, ne? Schöner Name. Ja, das eine sieht ein bisschen aus wie Konfetti-Punkte, ne? Den Namen kann ich schon nachvollziehen. Sag mir nicht, das schneeweiße Pferd heißt Konfetti. Das fände ich verstörend. The race continues with Snowstorm, Hypnotic Sea in second place, Circular Confetti in third place, Snowstorm in control, Hypnotic Sea in second position. Und wie ich kontrolliere. Snowstorm, first at the finish, Hypnotic Sea second, Circular Confetti in third. So, wenn ich mich nicht irre, Breaker Bay und Pearl River Rennen 4. Pearl River Rennen 4. Achso, das sagt er mir ja schon. Das ist nett. TJs Wahl. Okay, dann nehmen wir dich. Wenn TJ das sagt. Und dann wird ein Snowstorm noch ein bisschen austrainiert. Haben wir jetzt zum Glück schon nicht mehr so viel. Das finde ich gut. We're underway here at Pearl River. A great start for the favorite. Right there is Extraordinary Bistro. 700 to race, it's Flamboyant Circus. Episode Rose in second spot, feeling the pressure from New Whisper. Going Hammer and Tongs with Flash Gadget. Just behind, it's Extraordinary Bistro.
Der hat ja blaue Augen. Okay. Man hat hier nicht viel Zeit, um Sprintenergie aufzubauen. Sehr schön. Ah, wir haben die Ziele erreicht. Wir haben ein Ziel erreicht. Abholen. Ich glaube, Richard beginnt sich Sorgen wegen uns zu machen. Ihm wird eine Ader platzen, nachdem er gesehen hat, wozu wir jetzt fähig sind. Weiß ich nicht, ob dem schon Adern platzen. Für die bevorstehenden Rennen müssen wir ein straffes Training absolvieren. Wir brauchen mehr Futterergänzungsmittel für unsere Pferde. Okay. Wenn es weiter nichts ist, ich muss Daisy füttern. Daisy muss halt schnell erwachsen werden. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, du kannst das ja auch schon überspringen. Will ich aber ja nicht. Ich habe vergessen, meine Kerze anzumachen. Mir geht gerade eine Duftkerze stehen. Wenn ich finde, so langsam wird es Herbst und man kann auch schon mal wieder Duftkerzen anmachen. Bin ein sehr großer Duftkerzen-Fan, leider. Gerade eine, die nach Cappuccino riecht. Ja, sowas gibt es. 2 Minuten 10. Okay. 2 Minuten 10. Jetzt wird erstmal... Ich möchte ja, dass er überall... So. Snowstorm soll komplett sein. Flamboyant Circus kann ich. Lilla Compliment muss tatsächlich noch laufen, genau wie Ghost Shock. Von Domino Dancer fange ich gerade gar nicht erst an. Random Book. Moldy Rebellion wird verkauft sobald. Und dich muss ich trainieren. Oh Gott. Ich glaube, das wird tatsächlich das Anstrengendste. Die zu trainieren. Halleluja, weil ich bei Null anfangen werde. Egal. Wie das... Uiuiui. Oh, sie ist so schön. Sie ist so wunderschön. Und sie hat auch relativ gute Werte von der... Ich finde sie einfach nur wunderschön. Und sie soll das Pferd sein, das diesen Richard in den Hintern tritt. Weil ich glaube nicht, dass wir mit Snowstorm viel sehr weit kommen werden, leider. Ich glaube, jetzt, wo wir bei den Level 6er Pferden angekommen sind, kann Snowstorm sich bald auf die Weide verziehen, leider. Leider. Finde ich sehr, sehr tragisch. Aber echt, wer so ein A++++ Pferd hat, in allen Kategorien. Ja, wir brauchen ihn auch ein bisschen, wie ihr seht. Also mal ernsthaft, der hat doch echt in seinem Leben, wo er es richtig gemacht. Richtig gezüchtet. Und noch einmal der Hoppel. Was? Neue Bestzeit willst du mich? Die wollen mich doch verkackeiern. Okay, aber wir kommen halt mit einem Ritt auf Level 4. Das ist leider sehr gut. Daisy. Daisy Line. Ich kann dich wieder füttern. Daisy Line. Ich muss Geld für dein Futter verdienen. Und ich muss Geld verdienen, damit ich... Also es bringt ja nichts, wenn ich mir die Verpaarung von den beiden dann nicht leisten kann, nicht wahr? Nicht wahr? Okay, das kriegen wir in der nächsten Folge aber auch noch hin. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut, ihr beiden. Bye. Ihr Süßen. Bye, bye.